Ich bin Prinz Adam von Grayskull. Ich kämpfe für das Gute. Bei der Macht Eternias. Ich liebe Farbe Viva! Ich bin in die Zukunft gekommen, um den Letzten der Menschheit beim Kampf gegen das Böse zu helfen. Mein schlimmster Feind, Skeletor, ist mir gefolgt. Hier in der Zukunft hat er neue, mächtige Verbündete gefunden. Mit ihnen setzt er seinen ewigen Kampf gegen das Gute fort. Auch ich habe auf dem Planeten Primus neue Freunde und eine neue Familie gefunden. Mit der Kraft der Magie und der Macht des Guten kämpfen wir gegen die Armeen der Dunkelheit. Das Gute gegen das Böse. Der Kampf geht weiter. Das ist ein erhabener Moment für Primus. Die erste intergalaktische Konferenz der Wissenschaften. Und der Solargenerator ist das perfekte Symbol. Die Konferenz wird beweisen, was Menschen tun können, wenn sie ihre Energien gemeinsam konzentrieren. Hey, ich muss schon sagen, diese neuen Luftstiefel sind einsame Spitze. Oh, oh! Du kennst das alte Sprichwort, Cass. Man muss erst laufen lernen, bevor man fliegen kann. Es ist Tascador mit dem Raumtransporter. Er kommt mit Wissenschaftlern, die uns besuchen wollen. Hoffentlich bringt er noch so ein paar tolle Erfindungen mit. Es war eine ausgezeichnete Idee, dass Tascador die Wissenschaftler im Raumtransporter hierher bringt. Genau. Weil ihre Schiffe im Orbit parken, müssen wir den Schutzschirm nicht runterlassen. Oh, es tut mir sehr leid, aber ich spreche kein Felibrisch. Hier, Adam, mit meinem neuen Übersetzalkon wirst du jedes Wort verstehen. Seid gegrüßt, edle Freunde. Ich bin Grasno vom Planeten Felibria. Willkommen. Was für eine Art von Erfindung hast du mitgebracht? Den Genetikator, das allermächtigste Gerät in der ganzen weiten Galaxie. Aber es befindet sich noch an Bord unseres Raumschiffes. Keine Angst. Mit dem Transport sind zwei unserer fähigsten galaktischen Wächter beauftragt worden. Hast du das gehört, Grr? Die allermächtigsten Erfindungen der Galaxis. Was ist, wenn zufällig ein alter Schurke vorbeikommt und sie stiehlt? Oh, das wäre doch zu gemein, um Worte dafür zu finden. Ich habe die Fracht von dem letzten fremden Schiff in 4 Minuten 2 Sekunden umgeladen. Versuch das mal zu unterbieten, Sagittar. Kleinigkeit, das mache ich mit auf dem Rücken zusammengebundenen Händen. Ein neuer Rekord. 3,9 Sekunden. Solange wir nah bei den Tonnen bleiben, kann Primus Radar uns nicht erfassen. Und dieses Spektrometer lässt mich einen Röntgenblick auf Dinge werfen, die ich vorher noch nie gesehen habe. Was für entzückende kleine Spielsachen. Moment, diese Markierungen erkenne ich wieder. Das ist ein felibrianisches Schiff. Ich möchte wissen, ob... Ja. Herr Grasno hat es geschafft. Der Genetikator. Also los, Grr, den Rest musst du erledigen. Der Main, der Schlüssel zu He-Mans Vernichtung. Ich verstehe es nicht. Unsere Sensoren haben kein feindliches Mündungsfeuer ausgemacht. Der Genetikator muss gefunden werden. In den falschen Händen kann er zu einer Waffe mit unvorstellbarer Zerstörungskraft werden.
Aber wir haben nicht einen Hinweis darauf, wer ihn genommen hat oder wo er ist. Mit diesem fremdartigen Auragraf müsste es eigentlich hinhauen. Er macht Bilder von der unsichtbaren Kraft, die alle Lebewesen umgibt. Sogar wenn sie nicht mehr leben. Grr und Skeletor, das hätte ich mir denken können. Grasno, du musst uns unbedingt sagen, was für Kräfte dieser Genetikator hat. Er hat unbeschreibliche Kräfte, aber er benutzt für böse... Moment, ich bin sofort wieder zurück. Wir können unmöglich warten, bis uns das jemand übersetzt hat, Adam. Genau das denke ich auch, Master Zebrian. Bei der Macht Eternias, ich Himen habe die Macht! Für diese Aufgabe brauche ich jemanden, der mir hilft. Klober zu mir! Flieg zur Abschussrampe der Eternia. Wir treffen uns dort. Vergiss nicht, wir wissen nicht, was dieser Genetikator machen kann. Aber mit dem Ortungsgerät von Grasno haben wir ihn aufgespürt. Er ist im Quagmi-Sumpf. Für einen guten Kampf mit Skeletor fahre ich sogar in den Quagmi-Sumpf. Ich habe so ein Gefühl, als ob hier irgendetwas faul ist, Leute. Verdammt, Quagmi, Blutsaugermücken, Mistviecher, weg, weg! Ich stehe lieber einer Mutantenarmee gegenüber als diesen blutrünstigen kleinen Biestern. Ach, haut ab, ihr Mistviecher! Ach. Was zum galaktischen Teufel? Willkommen im Quagmi-Sumpf, He-Man! Natürlich, Skeletor! Ich liebe es, den Heimvorteil zu haben! Kommt selten allein, Quickie Boy. Wünsch dir was, alter Kumpel. Du wirst dir wünschen, dass du mir nicht begegnet wärst. Schlaf schön und träum süß von den Blutsaugermücken. Verdammte Mist, hat denn keiner ein Mückenspray? Ich genau da, wo ich dich haben wollte. Ach, dieses Kraftfeld entzieht mir all meine Energie. Ich liebe es einfach, einen Helden kriechen zu sehen. Nun gut, Mutanten, hilfreiche Freunde, wir haben, was wir wollen. He-Man, bist du in Ordnung? Danke, es geht wieder. Ich möchte nur wissen, warum Skeletor so plötzlich verschwunden ist. Genau das verstehe ich auch nicht, Sagitta. Klober, verfolge Skeletor und finde raus, was er vorhat. Wir sehen uns später beim Sternenschiff. Und nun zum lustigen Teil, Freunde. Der Genetikator-Strahl hat He-Mans genauen genetischen Code gestohlen. Alles, was He-Man zu He-Man macht. Und ich habe diesen Code in diese schwimmende Masse von prägenetischem Schlamm einprogrammiert. Und sie ist der Korn. Es
ist es, He-Man! Ich werde mich um ihn kümmern. Halt, warte, mach keinen Fehler. Ich habe eine Superwaffe erschaffen. Er kennt alle Ängste und Schwächen von He-Man. Was auch immer er tut, er wird ihm zuvorkommen. Und merkt ihr genau, wer der Boss ist. Nun, knie gefälligst vor mir. Ich taufe dich, He-Sklave. Du wirst auf ewig das Zeichen Skeletors tragen. Mach He-Man ausfindig und erledige ihn. Ich bin dein gehorsamer Diener bei der Macht von Skeletor. Ich, He-Sklave, habe die Macht. Wundervoll. Ich liebe es. Hier ist Raumtransporter Zenit. Bitte Genehmigung zum Landen. Wir werden Ihre Gäste nach Primus bringen. Genehmigung erteilt. Das fremdartige Schiff einzunehmen war ein Einfall von böser Genialität, wenn ich das mal so sagen darf. Und jetzt werden wir an Bord dieses Raumtransporters gehen. Aber Sie werden uns nicht an Bord der Raumfähre lassen, wenn Sie dich sehen, Meister. Da hast du wirklich recht, mein finsterer Sklave. Das ist aber ein Riese. Okay, Leute, schnallt euch an. Wir werden in 2 Kometsekunden unten auf Primus landen. Der neue Schwebetraktor verteilt die Saat ganz genau, ohne etwas zu verschwenden oder ungenutzt zu lassen. Nein, es ist besser, weil er die Erde mit Tonwellen pflügt. Es ist wirklich ein enormer Fortschritt. Nein, es ist besser wegen der Art, wie er die Saat verteilt. Nein, die Tonwellen sind der Fortschritt. Tonwellen, Saat, Tonwellen, Saat, Tonwellen, Saat, Tonwellen, Saat, 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 Saat. Dein Genetikator kann also gesunde Gene duplizieren. Und folglich kann er jede Krankheit heilen, die es in der ganzen Galaxie gibt. Aber wenn er in die falschen Hände fallen sollte, was dann? Wir werden sehen, was passiert. Clauber, was hast du herausgefunden? Der Genetikator. Skeletor hat ihn benutzt, um einen genetischen Doppelgänger von dir zu klonen, He-Man. Unglaublich, das ist doch nicht wahr. Das gibt es doch nicht. Irgendetwas stimmt nicht auf dieser wissenschaftlichen Konferenz. He-Sklave, mit deiner Stärke und deiner unglaublichen Energie in deinem Solargenerator werden wir unschlagbar sein. Gesicht, wenn du es wagst. Du wirst es noch bereuen, dass du deinen knochigen Fuß auf unseren Planeten gesetzt hast, du Feigling. Das werden wir ja bald sehen, nicht wahr? Wir sitzen in der Falle. Keine Sorge, ich hol euch raus. Sieht aus, als wärst du allein auf dich gestellt, He-Man. Ich habe geahnt, dass du das tun würdest. Es ist nutzlos, dagegen anzukämpfen, He-Man. Es kennt jede deiner Bewegungen. Es ist du. Ich muss diesen Kerl unbedingt besiegen. Na, soll ich dich weiter demütigen? Es gibt Nachschlag! Yeah. Oh. Ergib dich, He-Man! Nicht mal du wirst mich jemals besiegen! Ich ergebe mich niemals, Skeletor! Und jetzt erledige ich den Rest von dir! Nein, tu's nicht!
Ausgezeichnet, mein Sklave. Und nun erledige dieses Muskelpaket, das ich immer in alles einmischen muss. Primus ist nicht groß genug für uns beide, He-Man. Also verschwinde! Ach, das neueste hochwissenschaftliche Gerät des Universums. Mein, alles mein. Mit all dem, was mir zur Verfügung steht, wird meine Herrschaft ewig andauern. Ich muss mein geklontes Ebenbild besiegen. Aber wie nur? Es kann meine Gedanken lesen und weiß daher immer im Voraus genau, was ich tun werde. Das Gleiche gilt auch für dich, He-Man. Obwohl eure Kräfte gleich zu sein scheinen. Vertrau der Macht des Guten. Sie wird dich leiten gegen das Böse. Ich werde Primus niemals enttäuschen. Weiche nicht aus und kämpfe wie He-Man, He-Man! Du kannst nicht gewinnen, He-Man! Unsinn! Das Gute kann niemals verlieren! Genug, He-Sklave! Wenn du He-Man nicht erledigen kannst, werde ich euch beide erledigen. Skeleton, nein! Ich kämpfe für dich deinen Kampf! Das Böse gewinnt nicht, nein! Jetzt vernichte He-Man! Tu es endlich, du Narr! Nein! Du hast versucht, mich loszuwerden, jetzt werde ich dich loswerden! Warte, verstehst du keinen Spaß? Offensichtlich nicht! Nein! He-Man hat es geschafft. Wir sind wieder frei. Die Sklave hat sich selber zerstört. Und Skeletor auch? Leider nicht. Die traurige Imitation ist weg, He-Man. Dafür will ich jetzt das Original probieren. Ein fairer Kampf ist mir immer willkommen, Skeletor. Wer hat denn etwas von einem fairen Kampf gesagt? Ja! Ein passendes Ende für ein Ärgernis wie dich, festgesteckt wie ein Insekt. Ach, die Hitze, ich muss mich befreien. Wie es in dem Lied heißt, muss ein Held geschmort dran glauben, kriegst du Rauch in deine Augen. Ich muss es beweisen, das Gute ist stärker als Skeletor. Nein! Ich glaube, es ist besser, den Kampf zu verschieben. He-Man, du hast uns wieder einmal gezeigt, dass du der mächtigste Mann des Universums bist. Die Macht des Guten kann nicht besiegt werden. Ich, He-Man, habe die Macht! Niemand macht mir auf die altmodische Art Feuer. Aber ich wette, ich kann es. Hey, klasse, ich hab's geschafft.
Das hast du wirklich. Aber mit Feuer darf man nicht spielen, Kiss. Das ist sehr gefährlich. Wenn man nicht aufpasst, kann es einen Waldbrand auslösen und das wäre eine Katastrophe. Tut mir leid, ich habe nicht nachgedacht. Ist schon gut. Spiel nicht mit dem Feuer, denn das ist nicht geheuer.